Aber vielleicht sind da versteckte Fragezeichenblöcke. Irgendwas sind da vermutlich versteckte Blöcke oben, auf die du draufspringen kannst. Aber du bringst doch nicht jetzt hier auf die Dinger drauf. Bist du dumm? Ja, bist du. Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Super Mario Maker Online. So, wir gehen fortsetzen. Und ich setze es mal so hin, dass die Kamera mich richtig positioniert. Und ja, so, jetzt sitzt es da auch mal richtig. So, also, ich habe den Ventilator angeschaltet. Nein. So, okay. Wir tun das Mikro hier hin. Jetzt haben wir auch das hier fertig. Und es kann losgehen, ne? Ja, schön. Der letzte Part kam mal in der Tat doch und esst es gut an. Das finde ich gut. Was? Wir haben nur noch 69 Leben. Ja, schlimm. Ja, sehen wir, das fand ich echt gut, dass der letzte Part so gut angekommen ist. Ja, wir haben nur noch 69 Leben und sind, glaube ich, beim dritten oder vierten Level irgendwie so. Ja, und wir haben jetzt irgendwie kein Plan, wie das funktioniert, ne? Ich sehe die Hälfte vom Bildschirm nicht. Doch, ich sehe sie. Ja, da haben wir so einen Donut mit diesen Gumpas. Ja, gay. Ja, jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? Mit B. Nee, aber du kannst mir auch mit Yoshi reinspringen. Das macht. So, das ist jetzt hier mal guter Content. Ja, was willst du denn machen? Ich möchte von Yoshi absteigen. Ja, probier's mal mit B, keine Ahnung. B, A, X, Z, Y. Ich drück mal Tasten durch, du wirst drauf kommen. Springen. Ja, welche war's? Alles klar. So, sag mir lieber nichts dazu. Ja, ne Leute, kam halt doch ganz gut an, der letzte Part. Wie gesagt, jetzt stressen wir die 100 Mario Herausforderung durch. Ich würde sagen, das geht jetzt mit dem Part noch drei, also diesen hier und noch zwei weitere. Und dann kommen wir zu euren Level. Danke auch für die zahlreichen Zusendungen. Freut mich echt sehr, dass ihr Interesse an dem Projekt zeigt und dieses scheinbar auch habt. Das finde ich gut. Ne? Weil ich glaube, das wird dann erst so richtig lustig, wenn ich eure Level spiele. So. Ah ja, das glaube ich, haben wir schon gleich abgeschlossen. Nett, ich sag ja, manche sind derbe schwer und manche sind wirklich total einfach. Das merkt man einfach daran, dass sie nicht von Nintendo sind, so. Und das ist gut. Haben wir 72 Leben. Geh mal, ja, Weltrekord haben wir nicht geknackt. Macht Aber nix. ich muss sagen, Weiter. 15, das ist mal Level 5. Wir arbeiten es gut voran. wir haben wieder 100 Leben. Nee. Echt? 72. Wieso 100? Ja, das ist ein Don't Move Level. Auf gar keinen Fall bewegen. Wieso kommt bei 100 Mal Herausforderung Don't Move Level? Das macht keinen Sinn. Ich Das hätte mich ist gerade fast einfach bewegt, einfach mal. aber nicht Es hingekommen. ist einfach mal keine Herausforderung. Leute, Nintendo. Falls ihr das Video schaut, und das heißt definitiv, weil ihr es sonst irgendwie blockt oder so. So, nein, meine Nintendo heute Videos halt immer wegen Urheberrechtsverletzung dergleichen. Deshalb gibt man es deren. Wieso baut ihr in den 100 Mal Herausforderungen so ein Shit ein, das einfach mal irgendwie nicht wirklich so kompliziert ist? Wieso? Ich Das finde nennt ihr ehrlich 100 Mal gesagt cool, weil Herausforderungen. ich bin halt ein echt scheiße Mario. Ja, ich find's halt auch witzig, aber es ist witzig. So, vielleicht Ja, sagt mir es ist sowas. auch witzig, aber es ist Ja, witzig. keine Ahnung. Weißt du, was ist denn wieder ein Level, was schwierig aussieht? Ne, das sieht jetzt schon schwierig aus. Aber Wie komme wir ich haben damit darüber? 73 Leben. Nein, Ja, wie komme ich damit das darüber? sage ich ja. Manche Level Don't Move, die sind einfach Pipifax gar nichts. Und dann gibt es wieder sowas, wo wir uns die Wie Köpfe komme ich zerbrechen und damit überlegen, wie es darüber? funktioniert. Ich weiß es nicht. Kann ich auf die Leute drauf hüpfen? Nein, das sind Feuerleute auf. Aber vielleicht sind da versteckte Fragezeichenblöcke. Irgendwas sind da vermutlich versteckte Blöcke oben, auf die du drauf springen kannst. Aber du bringst doch nicht jetzt hier auf die Dinger drauf. Bist du dumm? Ja, bist du. Mann. Echt, du kannst unsichtbare Blöcke machen. Ja, ich kann's. Du kannst es. Ja, Aber was das ist kann denn aber vermutlich nicht nur. Oder sind die alle zu pauperistisch? Das kann aber vermutlich nicht nur ich machen, sondern auch noch andere Leute. Man glaubt es kaum, aber es ist in der Tat so. So, ja, du hast jetzt hier, wie gesagt, nochmal drei Versuche. Ich muss ganz ehrlich mal sagen, wie ging es nochmal mit dem Alterscrollen? Jetzt nicht aufgeben. Hier, wir sind doch wohl jetzt hier. Ich konnte jetzt das letzte Witz machen. Bist du ein Mann oder eine Frau?
So, das hauen wir jetzt in das Video, deshalb Entschuldigung dafür. Ja, irgendwo muss es gehen, die Level müssen machbar sein. Gib mal her, ich möchte es selbst einmal probieren und schauen, wie ich totgerissen werde. Kabel. Abmachen. So. Nein, aber es hat eine Idee, wie es geht. Ich war die Taste gedrückt. Aber es hat eine Idee, wie wir es hier uns da hochsaffen können. Ja, okay, so, sei versuche, gib es mir, dann gebe ich es wieder. Gute Idee, schon. Wie ist es springen? Ja, theoretisch schon, aber ich kann es halt einfach nicht. Aber doch, nein, das ist glaube ich zu hoch. So, mir wird er so blöd. Ich will quasi hier, sag mal, konnte das Video was bringen, das Bild. Ja, kannst du, hallo, kannst du bitte mit der Scheiße aufhören? Ich weiß nicht, du kannst es überspringen, aber ich weiß nicht wie. Ah, ich weiß wie. Also, meine Maske gibt's Level, da, die sind einfach möglich, ne? Manche sind total einfach und manche sind total so, gehen nicht. Aber natürlich ist das einfach eine Ausnahme. Ja, hier sowas mein, sowas. Was ist das? Was ist das? Ernsthaft, was ist das? Bei einem bisschen komplexeren Level, wie geht das? Und Compile, überspringst. Und da kommt wieder so eine Scheiße. Ich finde das amüsant. Du findest das amüsant. Ja, ist okay, damit ich habe einen Stern gegeben. Alles klar, was sind das für Level? Ernsthaft? Und das nennt die 100-Mal-Herausforderung. Also, mich sentiert das gerade schon sehr, ne? Wir schaffen jetzt beide bei in dem Part, aber trotzdem. Ja, ich sehe schon. Wir werden die gleich ins Schwer machen müssen. Nee, ich. Hey, das wollte ich gar nicht. Ich hab nur mit dem. Mann, wie hast du ein Level übersprungen? Das macht die Feier, glaube ich, auch ein Leben weniger oder so, keine Ahnung. Jetzt hör mal auf, ihr am Witz rum zu jagen, das machst du jetzt, das Level. Ach so, nee. Doch, das machst du jetzt. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach so. Nur weil das jetzt nicht ganz so einfach ist, wirst du jetzt nicht hier rumjammern. Sondern das wirst du jetzt hier mal machen und meistern. Außer du bist so dumm dafür. Content! Alles klar. Ne? Sobald es kein Don't Move Level ist und man ein bisschen was tun muss, wird hier nur rumgefällt. Ich entschuldige mich jetzt schon für den Content, den wir hier liefern. Es ist einfach keiner. Leute, es ist kein Content. Es ist. Es ist Content. Alles ist Content. Ja, aber kein guter Content. Ich meine, nur weil es auf YouTube ist, heißt ja nicht, dass es guter Content ist. Ich meine, sorry, aber ich möchte jetzt keine speziellen YouTuber nennen. Aber sorry mal, ApoRed, darüber haben wir im letzten Part schon gelästert, Apotheke, ne? Katze, krasser Witz, ich sage hier gerade gar nichts. Kannst du bitte den Greenscreen da entfernen? Ich kann nicht sehen, wohin ich schieße. nein, ich kann den echt leider nicht entfernen, sonst sieht man. Ja, aber dann sieht man hier, dass man. Ja, das ist doch scheißegal. Besser als so kann ich den nicht entfernen. Ja, ist gut. Warum? Ja, nein. Weil das man ist sonst den Beamer sieht, oder? Nein, das ist mir zu umständlich. Wir lassen es bei dem. Ja, geil, ne? Jetzt seht ihr de facto was, Alter. Die Kamera, die surft einfach gerade irgendwie nicht. Ist das Licht der zu hell, oder was? Ja, ah, ja. David, ich bin tot. Da hat die mich jetzt eigentlich die ganze Zeit so behindert. Ja, ich sag ja, sobald ein Devil mal ein kleines bisschen kompliziert wird, ja, ist in den Kommentaren das zu machen. Drück auf Pause. Schnitt. Plus. Da gibt's auch gleich. Wenn das ist meine Mutter und sie stinkt sauer wegen irgendwas. Ja? Oder? Ja? Hallo? Ja? Was ist? Meine Mutter. Deine? Ja. Ja, ich habe jetzt das Telefon besuchen, dabei aus den angerufen. Okay. Ich gebe dem Level einen Stern. Jetzt weiter, ne? Ja. Versuch's. David, ich kann nicht sehen. David, du musst es schneller wegmachen. So, Leute, weiter geht's hier. Ja. Ne?
Immer noch hängt der Screen im Bild. Weshalb hängt dein Bild, wundert euch? Weil wir haben halt so einen Beamer, ne, und der Screen, der hängt einfach im Bild vom Beamer. Das ist halt gerade nicht so schön. Ich konnte das vorstellen, wenn man ein Spiel spielt, gerade so ein Jump'n'Run, dann hängt da irgendwie so ein... Hallo, ich rede gerade! Mann! Und dann hängt da irgendwie so ein Bildschirm im Bild, das ist nicht schön. Pauperistischer YouTuber. Ich verstehe selbst nicht. Ja, das ist Geschichte 8. Klasse. Das ist total verarmt. Ich bin in der... Alles klar, es wird mir zu dumm, zu dumm. So dumm. Ich hab das Level geschafft, obwohl ich gesagt habe, ich bin tot. Ja, und der Weltrekord war 43 Sekunden, du hast 1,45 gebraucht. Und hast du rote Haut. Ja, die Kamera, die tut nicht ganz richtig hier hinlisten, das ist kacke. Entschuldige mich. David ist ein roter Mensch. Ja, nochmal. David, seit wann bin ich Sonic? Hä? Ja, das geht über Amiibos heißt, also. Alles klar, was geht mit der Kamera? David! Besser als so geht's nicht, Leute. Das ist jetzt hier schon aushaltbar. David? Ja, nein, ich konzentriere dich aufs Level, ey. Das sieht kompliziert aus. Das ist kompliziert. Ja, scheiße, dann konzentriere dich doppelt. Das ist kein Frage, es heißt ein Block. Da ist eine verdammte Note drauf. Da war ein Pilz drin. Mit einem Fragezeichen. Ja, aber das ist eine Note. Ja. Alles klar. Ja, so, Leute. Es ist bald Ostern. Es ist bald Ostern. F-. Ja, definitiv. Es ist bald Ostern, Leute. Ja, wir machen morgen das schwule Osterfrühstück. Das wird bestimmt lustig. Ja, ich weiß nicht. Ich mach Osterfrühstück, das ist voll gemein. Ich mach morgen Unterricht. Sie machen erst weiter Osterfrühstück mit, ich möchte nicht den Namen von Lehrern nennen. Ich glaube, das hält sich später. So. Wobei eh mein Lehrer das Video nicht schauen. Alter, wenn meine Lehrer jetzt einfach mal das Video schauen würden. Das wäre erst... Ich weiß nicht, ob ich glücklich wäre. Nein, wäre es nicht. Wenn meine Lehrer jetzt die Videos schauen würden. Ich wäre sehr raped. Wie komme ich da durch? Junge, du bist inkompetent an wie ein Video. Was? Wie komme ich da durch? Ich bin raus. Sobald es mal eine kleine Schwierigkeitsstufe gibt, er meckert drum, wie es heiße. Ich weiß nicht, wie ich durch eine massive Pan komme. Da ist eine Rap-Röhre. Geh in die scheiß Rap-Röhre. Was für eine Diese blaue, Ach Gott, ich bin zum Farben hier, ey. Die grüne Rohre. Man nennt diese Rap-Rohre. Also, oder so ähnlich. Nee, Rap-Rohre war's nicht. Diese Rohre. Spring da mal rein. Da kann man ja rein. Ja, ach nee, noch nie ein Super Mario-Spiel gespielt. Hat es jetzt irritiert, dass du Sonic hast, oder wie? Dachtest, eine Super Mario-Rolle in Sonic-Level. Das ist ja unmöglich. Und da wirst du nicht runterfallen. So. Entschuldige, ja, hier gibt es keine Gegner. Das ist einfach nur logisches Denken. Im Prinzip. Das finde ich ja auch witzig. Ich finde es witzig. Wie komme ich durch die Tür durch? Indem du da reingehst. Und das hätte es. Das sah gerade kurz so nach Trolling aus. Du gehst gerade in dieselbe Tür nochmal. Applaus. Props gehen an dich, wie immer. Ich finde es interessant, dass. So, da ist wieder eine Rohre. Ja, seit es die im Super Mario Maker gibt. So. Du musst da hochspringen und schaffst das nicht mal. Ey, David, das ist halt nicht so leicht. Ach so. Wir haben noch ein. Ja. Jetzt kommen die Gegner und jetzt auf einmal wirst du raped. Das wäre mir zumindest. Ah! Mann! So dumm! Danke. Willst du erstmal vorne anfangen, ja? Und das gleiche Bild du jetzt du hast. Ich meine, wir haben. Sicher. Nicht mehr viel Zeit, aber ja. Sicher. Das ist das letzte Level schon, oder? Ja. Nice, ne? Das heißt, da haben wir das halt. So, das spielen wir jetzt noch in der Runde. Auch wenn das jetzt hier sich abätzend in die Länge sieht. Abätzend. Ja, ja, sehr schön. So, auf jeden Fall machen wir morgen Osterfrühstück, ne? Na, wer glaubt's? Ja, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Was hält ihr so von Ostern? Weil ich letztes Jahr habe ich ja auch ein bisschen was so Oster-Special, bisschen was so Ostern gebracht. Da war mit Humo ganz in letztes Jahr, ne? Hat es eine Woche vor dem Release euch schon spielen können und zeigen können. Da war es richtig im mit Humo-Hype. Ist das schon ganz nett. Vielleicht spiele ich es auch mal wieder mit Humo irgendwann. Weil das hat es doch ein sehr verändert. Egal, auf jeden Fall Ostern. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ich mal so ein Oster-Special machen soll. Mach es gerne. Wir können auch gerne im nächsten Super Mario Maker Part, das ist das zum Beispiel, weil das spielen wir ja online. Das ist da Osterlevel-Spiele. Das ist die Idee. Okay, Leute. Auftrag. Im nächsten Part werden wir anlässlich, dass Ostern ist, mit als Community-Level
Osterlevel spielen in Super Mario Maker. Das heißt, ihr schickt mir bitte... ihr schickt mir bitte, oder baut, falls ihr Lust habt, eure Level, die irgendwas mit Ostern zu tun haben. Denn im nächsten Part spielen wir Osterlevel. So, insofern ihr mir welches zuschickt, werden eure gespielt. Ansonsten schaue ich einfach, was es in der weltweiten Welt so gibt. Mit Osterlevel meines Level, die frühlingshaft aussehen. Weil da gibt es einen Hasen-Amiibo, ich glaube nicht. Also Welten, die frühlingshaft aussehen. Wo irgendwas versteckt ist, was wie Eier aussieht. Können auch Donuts sein. Soll es nichts testen. Ne? Einfach schön fröhliche Osterwelten, was wie in die Fernseher halt Mario Maker geht. Und da werden wir ein paar frühlings-osterhafte Welten im nächsten Part von Super Mario Maker spielen. Der kommt dann irgendwann nächste Woche, was eigentlich so Ostern, Ostersonntag, Samstag, was hauen. Was eigentlich Ostersonntag, kommt der nächste. Ne, und dann spielen wir eure Level. Und zwar, nein! Und zwar eure Osterlevel. So, also was gibt's? Ich komme hier nicht weiter. Wie kann ich da hoch? Ich spring mal hoch, so ob da ein Block ist erstmal irgendwo. Einfach hochspringen. Du darfst da nicht runter. Hast du mal, zum Beispiel, schau mal, wenn du oben auf der Plattform stehst, spring mit A und X, dann machst du einen weiten Sprung und der ist in dem Fall hier lebensnotwendig. Mit A und X? Ja, X bringst du weit, X bringst du weit. So, auf jeden Fall, ne, im nächsten Super Mario Maker Part, das sage ich jetzt auch nochmal am Anfang vom Video, werde ich das hier einblenden. Im nächsten Super Mario Maker Part spielen wir Levels mit dem Thema Ostern. Das heißt, ihr könnt mir eure Osterlevel zusägen. Mann, ich muss kurz mal was mit der Kamera hier entlang. Stopp. Wie komme ich da jetzt nochmal? Besser. So, ich denke mal, jetzt ist das hier mal mit der Beleuchtung ein bisschen besser geworden. Keine Ahnung. Ja, ne? Ja, ich sag's dann zum dritten Mal. Es ist ja echt schlimm. Oster Special, ihr sägt mir eure Osterlevel. So, Sache geklärt. X und. Mann, du springst wieder runter! Ach so. Gib mal das Gamepad her. Es tue es jetzt in dieser verfickten Lage rausholen. Was schnell, jetzt gib bald mal her. Gib her. Du kannst mich doch jetzt auch nicht. Jetzt gib mal her. Ich bin... Nein, ich will dich nicht. Junge, du hast nur noch 65 Leben. Ja, und es sieht aus, als ob du ein Game Over bekommen wirst. Ich würde so lachen. Im letzten Level ein Game Over. Wir haben 65 Leben. Und ja, das ist realistisch, dass es passiert. Leider. So. Du hast ja großes Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ja. Du hast nichts mit Games so wirklich am Hut. Ja, ach so. Ja, Leute, ich werde auch demnächst mal eine große Umfrage machen, weil ich einiges an Fragen habe, ne? Ich meine, auf dem Kanal tun bis jetzt da irgendwie nur Jungs spielen. Und ich habe in YouTube-Statistiken gesehen, es schauen auch verdammt viele Mädchen irgendwie mein Content an. Grüße gehen raus an euch Mädchen. Aus jeden Fall, keine Ahnung, weil ich weiß mal weit, dass sie es irgendwie mal mit einem Mädchen irgendein Video aufnehmen. Dann, wir haben es geschafft einfach mal, ne? Wir haben es geschafft. Was? Wir sind weiter. Ja, weiter, aber geschafft haben wir noch lange nicht. Du siehst aber nicht, was dich dazu erwartet, wegen dem schwarzen Bildschirm. Schön, dass da bei mir auch die Facecam hängt, genau an der Stelle. Du musst dann da oben hoch, ne? Peace Wills. Was? So, und jetzt weiter, 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 Spray. Jetzt fahr doch mal weiter, Mann. Wir halten vorhin nicht mal hoch. So, sammelst du ein paar Münzen ein, dann geht's weiter. Das ist komplett seltsam, dass ich hier einfach durchfliegen kann. Ja, das sind halt die 100 Mal Herausforderungen. Die sind einfach wie sonst was. Das hätte man ein bisschen schweres Level. Ja, runter, runter, das ist schon das Ziel, ne? Das ist gar nicht. Doch, das ist das Ziel. Du musst den Hammer da umlegen. Ja, das ist Super Mario Bros. Da waren alle C-Level so aufgebaut. Sag bloß, du hast noch nie das allererste Super Mario Spiel überhaupt gespielt. Mann, ich würde höchste Zeit, dass ich das auf meinen Kanal bringe. Das ist Geschichte. Ja! Ne, hier, runter, runter, runter holen. Nein, so. So, den Level geben wir nochmal einen Stern. Und ja, ich denke mal, wir sollten Pete jetzt geholt haben, oder? Wir werden es jetzt zumindest sehen. Ja, Sonic holt Pete ab. Es tut mir leid, Prinzessin Pete ist in eine andere Festung gebracht worden. Was? Alter! Sag ich doch. Alter! Nein!
Dieser Bowser. So, ja, jetzt kommt hier der Abspann. Den lassen wir mal schon laufen. Ja, liebe Leute, ne? Mit den Abspanns von Super Mario Maker, der jetzt hier mal so schön läuft, nachdem wir das Level geschafft haben. Ja, die Fortsetzung folgt. Das ist ein gutes Disfort. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao! Thank you.